Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zum Wissenschaftsdonnerstag in Dreisat. In der weltweiten Statistik der Organtransplantation steht China inzwischen auf Platz 2 hinter den USA. Das klingt nach großem Fortschritt, ist aber seltsam, weil es in China bislang kein funktionierendes System der privaten Organspende gibt. Woher kommt also die immense Menge von Organen, die für Transplantationen in China zur Verfügung stehen? Bisher nahm man an, dass viele Organe von hingerichteten Gefangenen stammen. Menschenrechtsorganisationen sprechen von etwa 10.000 Hinrichtungen pro Jahr. Jetzt zeigt sich aber bei näherem Hinsehen, dass selbst das keine ausreichende Erklärung ist. Zumal China aufgrund des internationalen Protestes im vergangenen Jahr erklärte, ab 2015 ganz auf die Organentnahme von Hingerichteten zu verzichten. Dennoch ist die Zahl der Transplantationen seitdem nicht gesunken. Zahlungswilligen Patienten aus der ganzen Welt, darunter Taiwan, gelingt es innerhalb kürzester Zeit, ihr passendes Spenderorgan zu erhalten. Aber wie? Der nachfolgende Film Ausgeschlachtet, Organe auf Bestellung, beleuchtet ein System, das so unmenschlich ist, dass man instinktiv abwehrt und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Augenzeugenberichte und medizinische Fakten lassen jedoch keinen anderen Schluss zu als den, dass in China Menschen wegen ihrer Organe systematisch getötet werden. Darüber und über weitere Aspekte des internationalen Organhandels werde ich ab 21 Uhr in meiner Sendung Skobel sprechen. Ich beleuchte dann mit meinen Gästen unter anderem auch die Situation in Deutschland. Schließlich gibt es auch bei uns Unregelmäßigkeiten. Zunächst aber sehen Sie den Film Ausgeschlachtet – Organe auf Bestellung. Anfang 2000 erhielt ich die Diagnose Niereninsuffizienz. 6 Monate lang wurde ich behandelt. Im Oktober begann die Dialyse. Beide Nieren versagten fast vollständig. Ich habe nur noch geweint. Ich dachte, ich würde meine Familie nun für immer verlassen. Meinem Mann ging es nicht gut. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass er an akuter Hepatitis litt. Schließlich hörte seine Leber beinahe vollständig auf zu arbeiten. 2001 ging es mir zunehmend schlechter. Meine Nieren waren so geschädigt, dass ich zur Dialyse musste. Wir erfuhren damals durch die Medien und mündliche Empfehlungen, dass man in China leicht ein Transplantat bekommen kann. Als meine Mutter davon erfuhr, tat sie alles, um das Geld aufzubringen. Im Juni 2001 ging ich nach China zur Transplantation. Nach 1,5 Jahren Dialyse hatte ich 2006 dann eine Nierentransplantation in China. Um das Jahr 2000 herum fiel uns auf, dass viele Patienten aus Taiwan für eine Organtransplantation aus Festland fuhren. Sogar aus der ganzen Welt kamen auf einmal Patienten nach China. Wir fragten uns, woher die vielen Spenderorgane kamen. Mein Mann lag auf der Station für Organverpflanzungen. Alle Stationen in diesem Stockwerk waren für Transplantationen. Pro Station gab es jeweils 12 Patienten. Wie war es möglich, so viele Spenderorgane gleichzeitig zu bekommen? Das war für mich unbegreiflich. Ich kam in einer Gruppe von 7 Transplantationspatienten aus Taiwan. Es war offensichtlich, dass es auf einmal sehr viele Transplantationen in China gab. China stand nach den USA auf Platz 2. Seit 1999 gab es einen rasanten Anstieg an Transplantationen in China. Zum Beispiel in 2003 von über 6.000 gestiegen auf über 12.000 in 2004. Das ist also fast eine Verdopplung an Transplantationen innerhalb von einem Jahr. Unser Land liegt mit 10.000 bis 11.000 Transplantationen pro Jahr auf Platz 2. Laut chinesischen Medienberichten gab es im Jahr 2006 20.000 Transplantationen. Dabei gibt es kein Organspendesystem in China. 2010 haben sie begonnen, eines aufzubauen. Vorher lief das die ganze Zeit ohne ab. Es gibt auch kein Gesetz, das die Organentnahme bei Hirntod oder Unfallopfern erlaubt. In dem gesamten Zeitraum vor 2010 gab es nur 130 freiwillige Spende. Und in diesem gleichen Zeitraum,
bis zu dem Jahr 2010 wurde in China aber schon 120.000 Organe transplantiert. Die Frage ist also, ohne freiwillige Organspende, wie konnte China zum zweitgrößten Transplantationsland der Welt entwickeln? Alle anderen Länder bekommen die Organe durch freiwillige Spenden. Und in China? Auf mein Nachfragen sagten sie, von hingerichteten Gefangenen. Von einem zum Tode Verurteilten, erklärte uns das Krankenhaus. Die meisten Organe stammen von Gefangenen aus dem Todestrakt. Irgendwann erklärten sie, dass alle Organe von Hingerichteten kämen. Wie viele können das sein? Die Zahl der Hinrichtungen ist in China Staatsgeheimnis. Es gibt also deshalb keine offizielle Zahl, wie viele Menschen hingerichtet werden pro Jahr. Es gibt aber Einschätzungen. Diese Einschätzungen variiert von 2.000 bis 10.000 pro Jahr. Und das ist viel mehr als alle anderen Länder in der Welt kombiniert zusammen. Aber trotzdem ist diese Zahl nicht ausreichend, um den Anstieg von Organtransplantation in China zu erklären. Nicht alle hingerichteten Gefangenen sind geeignet für die Transplantation. Es gibt Leute, die krank sind, das heißt also, einen gewissen Anteil der Gefangenen kann man nicht benutzen. Das ist ein Faktor. Zweiter Faktor ist, dass die Organe müssen auch zu dem Empfänger passen. Ja, das ist also Bluttyp und auch Gewebetyp, das muss kompatibel sein. Und das ist natürlich ein einschränkender Faktor. Laut Bericht ist die Chance, dass zwei Menschen, also die Organe, kompatibel sind, bei Nichtverwandten liegt die Quote etwa bei 5%. Kein staatliches Organverteilsystem. Hepatitis in den Gefängnissen. Die Blutverträglichkeit muss gewährleistet sein. Und dennoch gibt es keine langen Wartezeiten. Für diese Menge an Transplantationen muss es permanent rund 100.000 zum Tode Verurteilte für die Organentnahme geben. Anders geht es nicht. Noch ein sehr wichtiger Faktor ist dann der Zeitfaktor. Ja, wenn ein Organ entnommen wird, muss das innerhalb von mehreren Stunden benutzt werden. Und dann dazu noch die Hinrichtung kann man nicht beliebig verschieben. Laut chinesischem Gesetz, die Hinrichtung muss innerhalb von 7 Tagen durchgeführt werden, sobald der Todesurteil ausgesprochen wurde. Dass so innerhalb so kurzer Zeit immer ein Organ gefunden werden. Ja, das lässt sich nicht durch die Organe von hingerichteten Gefangenen erklären. 2003 flog einer meiner Patienten wegen akutem Nierenversagen nach Festlandchina. Die OP-Vorbereitungen dauerten einen Monat. Nach seiner Ankunft war das Transplantat in wenigen Tagen verfügbar. Der Stabsarzt besuchte ihn am ersten Tag seiner Ankunft. Auf einer Namensliste markierte er eine Person und kam einige Stunden später mit 2 Nieren zurück. In China läuft das so: Für die Transplantation das Organ immer mit einer Blutprobe, um die Verträglichkeit zu testen. Die Nieren waren für diesen Patienten nicht brauchbar. Also ging der Arzt 3 weitere Male los, um 3 neue Nierenpaare zu holen. Keines war geeignet. Der Patient kehrte in sein Heimatland zurück. Aber nach 3 Monaten kam er wieder und man testete 4 weitere Nierenpaare für ihn. Am Ende war auch der 8. Versuch negativ. Als ich davon erfuhr, fragte ich mich, wie sie bloß so viele Organe beschaffen konnten. Es ist eindeutig, dass einige zum Tode Verurteilte wegen ihrer Organe hingerichtet werden. Aber die Dimensionen sind einfach zu groß. Woher kommen all die anderen Organe? Transplantationsmedizin in China wurde ein extrem profitables Geschäft. Man versucht auch damit, immer internationale Kunden ins Land anzulocken. In 2006 war die Preisliste ungefähr so, ja. Für eine Leber 98.000 bis 130.000 US-Dollar,
und für ein Herz 130.000 bis 160.000 US-Dollar. Man fragt sich, wie viel wert ist ein Mensch? Man bezahlt, was verlangt wird. Bei mir waren es 30.000 US-Dollar. Ich sollte 33.000 Dollar bereithalten. Die Operation kostete mich fast 50.000 Dollar. Es saniert mit rund 1 Milliarde Dollar pro Jahr das chinesische Gesundheitssystem. Webseiten versprechen ein Organ innerhalb einer Woche. Nach dem Medizincheck sagte man uns, Organe stünden jederzeit bereit. Nach der Blutuntersuchung im Mai 2001 wartete ich nur knapp 3 Wochen bis zur Abfahrt zum Festland. Mein Mann konnte schon kurz nach unserer Ankunft operiert werden. Die passende Leber stand noch am selben Tag bereit. Um 16 Uhr brachte man ihn in den OP. Weltweit muss man Monate oder Jahre lang auf ein Spenderorgan warten. Hier geht es nicht nur um Nieren, sondern auch um Herzen, Lungen und Lebern. Es ist offensichtlich, wenn der Empfänger in China nur wenige Tage auf sein Organ wartet, dann wird dafür ein anderer Mensch explizit getötet. Anders lässt sich das nicht erklären. Es gibt auch in 2015 Anrufe, also Telefonuntersuchungen nach China. Man hat die Transplantationszentren angerufen und die Antwort, die man dort bekommt, ist, dass man innerhalb von kurzer Zeit Organe bekommen kann, ja, und in schnellen Fällen 3 bis 5 Tagen, in langsamen Fällen 1 bis 2 Wochen, selten muss man länger als 1 Monat warten auf ein Organ. Selbst als Laie muss einem klar sein, wenn man innerhalb einer Woche eine Niere oder Leber bekommen kann, dann muss ein ziemlich großer Pool an geeigneten Organspendern verfügbar sein, mit gleicher Blutgruppe und Gewebetypus. Da kann etwas nicht stimmen. Wie ist das möglich sein, dass so innerhalb von kürzester Zeit ein passender Organ gefunden werden? Das ist also quasi ein Organ auf Bestellungssystem. Und das lässt sich nicht durch die Organe von hingerichteten Gefangenen erklären. Das ist nur möglich mit einer großen Anzahl von lebenden Spenden, die man zur beliebigen Zeit getötet werden. Also in diesen Fällen wird die Organentnahme selbst zur Hinrichtung. Mein Name ist Annie. Ich habe im Thrombosetherapiezentrum in Liaoning in der Verwaltung gearbeitet. Ich habe ein Konzentrationslager mitten im Krankenhaus aufgedeckt. Mein früherer Mann war Neurochirurg und hat mit mir von 1999 bis 2004 dort gearbeitet. Er musste die Hornhäute der Augen für Transplantationen bei Falun Gong-Anhängern bei lebendigem Leibe entfernen. Ich kann die grausamen Verbrechen bezeugen. Mit Gewalt wurden Organe wie Lebern und Hornhäute aus lebenden Falun Gong-Anhängern geschnitten. Einige atmeten noch, nachdem ihre Organe entfernt worden waren. Sie wurden trotzdem in die Müllverbrennungsanlage geworfen. Der Kessel im Heizraum diente als Behelfskrematorium. Einige waren geschwächt, aber manche waren gesund und sehr widerstandsfähig. Die Polizei verschleppte sie ohne Haftbefehl. Deshalb hatten sie keine Papiere. Bis jetzt ist noch kein Falun Gong-Anhänger wieder freigekommen. Vielen Tausend von ihnen wurden Nieren, Hornhäute, manchmal sogar die Haut entfernt. Und ihre Körper wurden vernichtet, um die Beweise zu zerstören. Vor der Unterdrückung bekannten sich staatlichen Angaben zufolge in ganz China zwischen 70 und 100 Millionen zu Falun Gong, mehr als zur kommunistischen Partei. Das war, glaube ich, zu viel für Jiang Zemin. Jede unabhängige bürgerliche Bewegung macht der Partei Angst und wird erbarmungslos bekämpft. So auch Falun Gong.
Es ist keine Organisation mit einer politischen Agenda. Aber der Kommunismus ist grundsätzlich atheistisch, das Gegenteil von Spiritualität. Die Partei und Jiang Zemin persönlich waren gegen eine Volksbewegung, die nicht atheistisch war. Die drei Grundprinzipien von Falun Gong sind Ehrlichkeit, Mitgefühl und Toleranz. Vor allem das Konzept der Ehrlichkeit wird die kommunistische Führung beunruhigt haben. Schließlich basiert sie ausschließlich auf Lügen und Propaganda und Täuschung. Wenn ein Großteil der Bevölkerung an die Wahrheit glaubt, kann das die staatliche Kontrolle untergraben. Davor hatten sie wahrscheinlich Angst. Die Partei gründete im Juni 1999 sogar offiziell eine Dienststelle zur Unterdrückung der Falun Gong-Bewegung. Das löste in Peking eine Protestwelle unter Falun Gong-Anhängern aus und die chinesische Regierung startete ihr Deportationssystem. Man brachte die Menschen aus Peking in ihre Heimatdörfer, damit ihr Weltbild wieder zurechtgerückt werden sollte, und nahm Familien, Nachbarn und Kollegen in die Verantwortung. Nach dem Motto: Wie könnt ihr es als staatstreue Bürger zulassen, dass eure Mitmenschen Falun Gong praktizieren? Dadurch kam es einerseits zu Folter, Mord und dem Verschwinden von Personen und andererseits zum Abtauchen der Falun Gong in den Untergrund. Dadurch entstand ein System, in dem Menschen unbemerkt verschwinden und ihre Organe beraubt werden konnten, ohne irgendjemandem Rechenschaft ablegen zu müssen. Denn sie hatten selbst zu ihren Familien keinen Kontakt mehr. "2006 bat eine Nichtregierungsorganisation in Washington David Mattis und mich um Hilfe. Wir erhielten keine Daten, kein Geld, keine Anweisungen. Wir sollten bloß nachforschen. Die Würde des Menschen ist mir wichtig. Deshalb haben wir beide zugestimmt. Als Jude ist mir klar, dass weder ich noch irgendeine jüdische Person heute am Leben wären, wenn statt der Alliierten die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten. Eine Lektion habe ich gelernt. Man muss gegen Menschenrechtsverletzungen aufbegehren, um sie zu beenden, egal wo. Ich habe von all dem Ende 2003 erfahren. Mein Mann war apathisch und litt unter Albträumen und Panikattacken. Er starrte mit leeren Augen auf den Fernseher und schrie auf, sobald unser Kind oder ich ihn berührten. Damals hörte ich, dass auch meine Kollegen über die Vorgänge im Krankenhaus Bescheid wussten. Ich konnte damit nicht leben und bat meinen Mann zu kündigen. Dadurch gerieten wir alle in Gefahr. Deshalb beschlossen wir, aus China zu fliehen. David Mattis und ich haben mehrfach versucht, ihren Mann als Zeugen in Toronto zu vernehmen. Aber er weigert sich, mit uns zu sprechen. Wenn er gesteht, Massenmord begangen zu haben, erlischt sein Recht auf Asyl in Kanada. So viele Jahre bin ich nun schon auf der Flucht vor denen, die mich zum Schweigen bringen sollen. Sie haben auch versucht, meinen Mann zu ermorden, nachdem er aufgehört hatte, Organe von Falun Gong-Anhängern zu entnehmen. Die Kollegen im Krankenhaus haben aus Angst geschwiegen. Das Krankenhauspersonal verdient sehr gut daran. Da wird niemand reden. Und die Opfer sind alle tot. Es gibt keine offensichtlichen Beweise wie ein Smoking Gun in einem Krimi. Dieses Verbrechen hinterlässt keine Spuren. Es findet in einem Krankenhaus im OP statt. Da gibt es hinterher keine Beweise. Deshalb ist es nicht leicht, diesen Vorwurf zu untermauern. Wir müssen die Sache anders angehen. Der Schaden, den Chinas Ansehen durch diese Vorwürfe im Ausland nimmt, geht über den Sachverhalt der Organtransplantationen hinaus. Das ist ein bewusster Angriff auf China und die chinesische Regierung. Natürlich haben sie alles dementiert, jedoch ohne unabhängige Untersuchungen. Pure politische Propaganda ohne Beweise. Der zweite Besuch fand nach unserer Pressekonferenz statt. Über das Auswärtige Amt hatte das US-Konsulat um eine Kontrollbesichtigung gebeten. Diese dauerte 5 Stunden und wurde sehr sorgfältig und umfassend ausgeführt.
Gab es Regelverstöße? In keinster Weise. Die Inspektion fand 3 Wochen nach den Enthüllungen statt. Wie lange braucht man, um einen OP zu säubern? Eine Stunde? Was glaubt ihr, die Gruppe vom Shanghaier Konsulat dort zu finden? Die chinesische Regierung ist perfekt im Bau Potemkinscher Dörfer. Ihre Umerziehungsmaßnahmen sind in Wahrheit Arbeitslager oder Gefängnisse. Die Wahrheit erfahren wir nur von Gefangenen, die es aus dem Gefängnis schaffen, und aus China. China macht diese verlogene Show nur für den Westen. Wir haben der chinesischen Regierung geschrieben, dass wir die Bedingungen einer Untersuchung mit ihnen besprechen wollten. Sie haben ein Treffen vorgeschlagen. Das Treffen fand in einem Café statt mit einem Parteivertreter. Nach 2 Minuten sagt er, wenn ihr ein Visum wollt, beantragt eines. Und er fing an, die Falun Gong zu attackieren. Ich sagte, ich will nicht über Falun Gong diskutieren, ich will ein Visum. Er sagte nein. Wir sagten ihm, dass wir Nachforschungen anstellen wollten, aber er sagte bloß, das ist nicht notwendig. Wir liefern ihnen alle notwendigen Informationen. Das war's. Drei UN-Berichterstatter nacheinander haben versucht, nach China einzureisen. Es ging um Folter und man hat sie nicht reingelassen, weil sie versucht haben, ihre eigene Sicherheit und die Vertraulichkeit ihrer Interviewpartner zu garantieren. Als nach 10 Jahren Verhandlungen Manfred Nowak schließlich China besuchte, wurde nichts eingehalten. Schließlich sind wir an die Informationen mit Hilfe chinesischer Muttersprachler gekommen, die zum Teil in den USA oder Kanada leben. Sie riefen Krankenhäuser an und gaben vor, an Falun Gong-Organen interessiert zu sein. Wir telefonierten systematisch quer durch China. In etwa 15% der Anrufe gab es Zugeständnisse, und zwar in ganz China. Wei?嗯，哎，请问是武汉同济医院吗？哎，对。是泌尿外科吗？我是对，要问那个做肾移植。哦，对对，肾移植是的。一年能做上几例呢？ 我们医院是数量做的最多的一个医院，像我们科就是在湖北地区做的最多的，供给多也做的非常多。哦，嗯，从患者来讲的话，希望那个肾源的话活体，新鲜。现在因为现在就是比较常说的就是找犯人的这个活体移植比较多的，就是用比如说练法轮功的这个犯人用的用这个活体，这个的话有就是行不行？就是这个可以。可以。 那么你们这边的话，就是比如说像那个，就是监狱犯人那个练法轮功的这样的犯人，活体能够有保证足够吗？对呀，可以啊，你到时候可以直接过来再具体谈。We haben die Protokolle von den Anrufen von unabhängigen Übersetzern auf eine gewissenhafte Übersetzung hin kontrollieren lassen, nur um auf Nummer sicher zu gehen.
Die chinesische Regierung beschuldigte uns in einer Dokumentation, die Niederschriften der Anrufe manipuliert zu haben. Das war ein Versuch, unsere Arbeit zu diskreditieren. Nur, dass sie dadurch am Ende sogar bestätigt wurde. Die chinesische Regierung bestätigte, dass es diese Anrufe gab und dass die Antworten der Krankenhäuser zumindest existierten. Wir haben mit ehemaligen Falun Gong-Gefangenen außerhalb von China gesprochen. Sie berichteten, dass bei ihnen regelmäßig Bluttests und Organuntersuchungen durchgeführt wurden, aber bei anderen Gefangenen nicht. Und es ging nicht um ihre eigene Gesundheit, denn gleichzeitig wurden sie gefoltert, um ihren Überzeugungen abzuschwören. Die Blutgruppe und der Gesundheitszustand sind für Organtransplantate wichtig. Ich wurde mit Gewalt in einen Raum gezerrt und untersucht. Ich sagte dem Arzt, dass ich gesund sei, aber er antwortete höhnisch: Ich nehme eine riesige Spritze und sauge dein ganzes Blut ab. Sie drückten mich auf eine Liege und führten Untersuchungen meiner Organe per Ultraschall und eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs durch. Ich sprach mit Falun Gong-Anhängern, die 2 Jahre lang inhaftiert waren. In dieser Zeit wurden bei ihnen 10 Bluttests durchgeführt. Vom medizinischen Gesichtspunkt aus ist das völlig überflüssig, solange der Patient keine Krankheitssymptome zeigt oder um medizinische Hilfe bittet. Wenn dagegen mögliche Organempfänger auf geeignete Organe wie etwa eine Niere warten, macht es natürlich Sinn, solche Bluttests beim potenziellen Spender regelmäßig durchzuführen. Ich sprach mit Menschen, die in China in Haft gewesen waren. Sie berichteten immer nur von der Folter, die sie durchlebt hatten. Das war für sie das Wichtigste. Erst gezieltes Nachfragen ergab, dass bei allen Bluttests gemacht worden waren. Sie sprachen nicht von sich aus davon, aber sie verstanden den Grund für diese Tests nicht. Es war nur irgendwie bizarr. Sie wussten, es ging nicht um ihre Gesundheit, denn sie wurden ja gefoltert. Andere ehemalige Gefangene, die nicht zur Falun Gong gehörten, bestätigten, dass bei ihnen keine Bluttests stattfanden, nur bei Falun Gong-Gefangenen. Hier werden lebende Menschen, politische Häftlinge, systematisch in Blutgruppen und Gewebetypen unterteilt, um einen Pool an Lebensspendern zu erhalten. Das ist nichts anderes als die vorsätzliche Tötung von Menschen wegen ihrer Organe. Im Gefängnis sagten die Polizisten: Nenne uns deinen Namen und deine Adresse oder wir nehmen dein Herz und deine Leber heraus. Niemand wird je deinen Körper finden. 3 meiner Familienmitglieder sind getötet worden, weil sie Falun Gong nicht abschwören wollten. In einem Fall ist nie eine Leiche gefunden worden. Einer der Ärzte im Gefängnis behandelte Falun Gong nicht so schlecht. Er war gut zu mir, weil wir aus demselben Ort stammten. Er warnte mich im Vertrauen, niemals gegen die Partei anzugehen oder mich zu widersetzen. Es hat keinen Zweck, sagte er, denn sonst endet man ganz schnell tot. Ohne Herz, Leber, Milz oder Lunge. Dr. Ko Wen-jie ist Vorsitzender des Traumatologischen Instituts an der National Taiwan University. Im Jahr 2004 hatte er viele Patienten, die Nieren- und Lebertransplantate benötigten. Deshalb flog er nach China, um dort in einer großen Klinik mit Kollegen aus der Chirurgie über den Erwerb zu verhandeln. Am folgenden Tag erhielt er einen Anruf, in dem ihm seine Kollegen versicherten, dass alle Transplantate von Falun Gong-Anhängern stammten. Das seien die besten, denn diese Menschen seien jung und gesund. Sie trinken und rauchen nicht und praktizieren jeden Tag gesundes Qigong. Die Untersuchungen bisher weisen darauf hin, dass Gewissensgefangene in China wegen ihrer Organe getötet werden. Gewissensgefangene sind Menschen, die kein Verbrechen begangen haben, sondern allein wegen ihrem Glauben, ihren religiösen Überzeugungen oder politischer Ansicht inhaftiert sind. Den größten Anteil der Gewissensgefangenen machen die Falun Gong-Praktizierende aus. Und deshalb waren sie auch die meisten Opfer von dem staatlichen Organraub. Es gibt auch eine Korrelation
zwischen dem Anstieg der Transplantation in China und der Verfolgung von Falun Gong, die im Jahr 1999 begann. Beide Entwicklungen verliefen ziemlich parallel. Mein Mann hatte sich damals angewöhnt, Tagebuch zu führen. An einer Stelle heißt es, dass er gerade dabei war, einer bewusstlosen Frau die Kleider aufzuschneiden, als ein Päckchen herausfiel. Mein Mann öffnete es und sah, dass es einen Glücksbringer enthielt mit dem Falun Gong-Symbol und einen Zettel mit der Nachricht: Alles Gute zum Geburtstag, Mutter. Das hat meinen Mann völlig fertig gemacht. Wie Sie an meinem Namen erkennen, entstamme ich einer ethnischen Minderheit aus dem Norden Chinas. Ich habe als Chirurg am Krankenhaus von Urumqi gearbeitet. Ich glaube, es war an einem Dienstag im Juli 1995. Einer meiner Vorgesetzten rief mich zu sich und fragte, ob ich vielleicht etwas Verrücktes tun wollte. Ich war jung und sagte, ja. Er wies mich an, ein mobiles OP-Set zu holen und zwei Assistenten, also zwei Krankenschwestern, anzufordern. Mit meinen eigenen beiden Assistenten sollte ich ihn mit einem Krankenwagen am nächsten Morgen um 9:30 an der Krankenhauspforte abholen. Am nächsten Tag fuhren wir zum West Mountain Exekutionsplatz und wir hörten den Schuss. Zu meiner Überraschung schoss mir Blut entgegen, als ich den Einschnitt machte. Solange Blut fließt, bedeutet das, diese Person ist noch am Leben. Die Einschusswunde war rechts und nicht links, um sicherzustellen, dass die Person weiterlebte. Ich habe den Bauchraum geöffnet und die Leber und beide Nieren entfernt. Das hat weniger als 30 Minuten gedauert. Die zum Tode verurteilten Häftlinge und Falun Gong-Anhänger gehören derselben Spezies an und werden in derselben Einrichtung festgehalten. Aber für die Wachleute sind Falun Gong keine menschlichen Wesen. Sie wurden entmenschlicht und sind völlig recht und schutzlos. Wahrscheinlich würde jeder so reagieren, nachdem die Parteidemagogen diese Bevölkerungsgruppe seit 1999 beständig in den staatlichen Medien verteufelt hat. In den USA erzählte mir eine Frau, die als Touristin mit ihrer Mutter den Tiananmen-Platz besucht hatte, dass ihr parteigetreuer Reiseführer auf einen Falun Gong-Anhänger deutete und meinte, essen die nicht ihre Kinder? Auf diesem Niveau spielt sich die Dämonisierung heute noch ab. Genau wie damals in Nazi-Deutschland gegen die jüdische Bevölkerung oder gegen die Tutsi in Ruanda vor dem Völkermord. Im Verlauf der Geschichte lässt sich vor jedem Völkermord eine solche Politik der Verunglimpfung finden, in der Regel im Staatsfernsehen oder parteinahen Medien. Einmal sprach ich mit einem anderen Gefangenen, der bezeugen konnte, dass Falun Gong und die übrigen zum Tode verurteilten Häftlinge wegen ihrer Organe getötet wurden. Er sah, dass beide Gruppen auf die gleiche Weise getötet wurden. Leute in weißen Kitteln machten Bluttests und führten dann mit Kaliumchlorid Herzstillstand und Atemlähmung herbei. In weißen Kleintransportern wurden die Organe entnommen und ins nächste Krankenhaus abtransportiert. Geschieht dies ohne Vollnarkose, erleiden die Opfer extreme Qual.
Mein Ex-Mann sagte, ich durchleide unfassbare Seelenqualen. Diese Falun Gong-Anhänger waren noch am Leben. Bei Toten wäre die Organentnahme nicht so schlimm. Aber diese Menschen haben noch gelebt. Einige Ärzte fühlten sich sehr schuldbewusst. Andere änderten ihren Namen und gingen ins Ausland. So mancher wurde wohl umgebracht. So macht das chinesische Regime seine Ärzte zu Monstern. Diese Ärzte leiden selbst sehr, deshalb ist Anis Mann geflohen, weil er es nicht länger ertragen konnte. Die Ärzte für Transplantation wird in China ausgebildet, natürlich auch außerhalb von China. Der ehemalige Vizeminister für Gesundheit zum Beispiel, der hat seine Training in Australien bekommen, natürlich auch in Deutschland werden chinesische Chirurgen ausgebildet. Ich würde gerne wissen, welcher Religion dieser Mann angehört. War er Muslim, würde ich in eine Moschee gehen, um ihn um Vergebung und seinen Seelenfrieden zu bitten. War er Christ, würde ich in eine Kirche gehen oder in einen Tempel, wenn er Buddhist war. Aber ich habe keine Ahnung. Ich wusste überhaupt nichts über diesen Mann. Dieses schlechte Gewissen verfolgt mich mein Leben lang. Ich habe mich von meinem Mann getrennt, weil ich es nicht länger ertragen konnte, dass er lebenden Falun Gong-Anhängern ihre Organe entnommen hatte. Ich war selbst schwer traumatisiert und verzweifelt. Ich hätte es gar nicht geglaubt, wenn mein Mann es nicht selbst erzählt hätte. Jeden Tag muss ich diese schmerzvolle Schuld ertragen. Wenn mein Mann nur schon früher an die Öffentlichkeit gegangen wäre, vielleicht hätten mehr Menschen gerettet werden können. Unzählige Falun Gong-Anhänger sind noch immer inhaftiert. Ich hoffe, diese Verbrechen werden so bald wie möglich international bekannt, damit sie befreit werden können und damit meine Familie und ich unsere Schuld begleichen können. Die Beweise sind sehr stark. Es ist erschütternd, dass dem noch immer nicht Einhalt geboten wird. Da gibt es nichts zu ergänzen. Wir können sagen, dass Falun Gong in ganz China wegen ihrer Organe getötet wurden. Nicht nur für Augenhornhäute wie bei Anis Mann, sondern für sämtliche Organe. Und nicht nur zwischen 2003 und 2005, als Anis Mann dort arbeitete, sondern bereits seit 2001 bis zum Abschluss unseres Berichts. Ich wusste nicht, dass der Spender für meine OP sterben würde. Ich war entsetzt darüber, woher die Organe stammten. Schrecklich, dass ich nun an so etwas beteiligt bin. Deshalb möchte ich darüber reden, um es bekannt zu machen. Es tut mir furchtbar leid. Als mein Mann krank wurde, habe ich mir nicht die Zeit genommen, um mit dem Arzt über die Herkunft des Organs zu sprechen. Mein Mann ist aus der Narkose nicht mehr erwacht. Warum die Operation missglückte, hat man mir nie gesagt. Nur, dass man ihn einäschern musste, weil er eine schlimme ansteckende Krankheit hatte. Das ist ganz klar eine Lüge. In China werden die Patienten nach missglückten Operationen immer eingeäschert, damit es hinterher keine Schwierigkeiten gibt. Der Totenschein benannte nicht die Organtransplantation. Seine Frau kehrte mit einer Urne zurück. Jan Karski war Augenzeuge des Holocaust in einem Konzentrationslager der Nazis. Als er dem obersten Richter der USA, Felix Frankfurter, davon berichtete, war dessen Antwort, das kann ich nicht glauben. Frankfurter ergänzte, ich sage nicht, dass er lügt, sondern was er sagt, ist unglaublich. Da besteht ein Unterschied. Und doch war es dieses Nicht-Glauben-Wollen, was den Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg verzögerte, weshalb sehr viel mehr Menschen im Holocaust umkamen. Wenn man sich die Völkermorde heute nach dem Holocaust anschaut, fragt man sich, wie kann das sein? Nun, weil auch der Holocaust möglich war.
Die chinesische Regierung hat versucht, jede Veranstaltung abzusagen, auf der wir sprechen wollten, oder versucht, die Leute durch Drohungen davon fernzuhalten. Wir wollten im australischen Melbourne mit Abgeordneten sprechen. Durch die Kopie eines Briefes erfuhren wir, dass man die Parlamentsmitglieder nachdrücklich eingeschüchtert hat. Gehen Sie nicht dorthin oder Sie müssen mit Konsequenzen rechnen. Ein Jahr zuvor in Brisbane hatte ich tatsächlich eine Morddrohung erhalten. Unsere Veranstaltung war wieder einmal abgesagt worden von der Bond University. Deshalb verlegten wir sie in eine Stadthalle. Das Publikum konnte Fragen stellen, aber es gab auch Internetverbindungen nach China. Eine der Personen, die uns aus China kontaktierte, sagte: Ich bin von der Zensurbehörde. Sie schaden China in großem Maße und bringen die Regierung in Verlegenheit. Dadurch setzen sie auch ihr eigenes Leben aufs Spiel. Haben Sie gar keine Angst? Das ist seine Frage gewesen. Ich antwortete: Sie können nicht den Überbringer der Nachricht erschießen, weil Ihnen die Nachricht nicht gefällt. Sie sollten besser etwas dagegen unternehmen, dass Falun Gong wegen ihrer Organe ermordet werden, anstatt hier gegen mich Drohungen auszusprechen. Danach wurde die Verbindung unterbrochen. Natürlich birgt meine Arbeit ein Risiko, aber das ist nichts im Vergleich zu den Menschen, die in China leben. Im Jahr 2008 traf in Israel ein neues Transplantationsgesetz in Kraft. Und dieses neue Transplantationsgesetz verbietet die Krankenversicherungen, die Kosten von einem Organtourismus zu erstatten. Eine weitere Reaktion ist die Gesetzänderung in Spanien. In 2010 wurde dem Strafgesetz um ein Verbrechen ergänzt, und das heißt illegale Organtransplantation und illegale Organtourismus. Das ist seit 2010 auch ein Verbrechen in Spanien. Als weitere Reaktionen gibt es Resolutionen vom Europäischen Parlament, vom italienischen Senat und auch vom kanadischen Parlament. Es gibt auch Gesetzänderungen in Italien sowie auch in Taiwan. Wir würden gerne die Namen aller beteiligten Ärzte auf eine Liste setzen, damit sie sich eines Tages vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten müssen. Im Dezember 2014 hat China angekündigt, dass sie mit den Organen von Hinrichtungsgefangenen komplett aufhören würde. Diese Ankündigung besteht nur als Medienbericht und nicht als offizielles Dokument. Diese Ankündigung ist mehr oder weniger nur ein Versprechen. Ja, also die Gesetzeslage wurde gar nicht verändert. Auch in 2015 haben die chinesischen Verantwortlichen für Transplantation gesagt, Gefangene sind auch Bürger und deshalb dürfen sie wie Bürger Organe spenden. Wenn Sie also jetzt freiwillig spenden, sind solche Organe auch Organe von freiwilligen Bürgern. Das Problem dabei ist, dass ein Gefangener sitzt im Gefängnis, der hat keine Freiheit, und daher kann man nicht überprüfen, ob seine Zustimmung aus freiem Willen oder unter Druck geschah. Und deshalb ist so eine Zustimmung auch nicht gültig nach internationalen Standards. Wir äußern hier unsere tiefe Besorgnis gegenüber glaubwürdigen Berichten über Chinas systematischen und staatlich unterstützten erzwungenen Organraub an politischen Gefangenen, vor allem an Falun Gong. Das Verbrechen, also Gewissensgefangene zu töten für ihre Organe, das ist so brutal, so hart, dass es für die Menschen schwer ist, das zu glauben. Wenn das bekannt wird, weltweit, dann glaube ich, dass der internationale Druck wird so stark sein, dass es schnell in China eine Veränderung kommt. This is a crime. Hierbei handelt es sich um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Wir müssen alles tun, um diejenigen ausfindig zu machen, die an diesen Verbrechen beteiligt sind, und sie vor Gericht stellen. Amerika muss den Falun Gong zur Seite stehen und allen anderen Unterdrückten. Peking muss inhaftierte Falun Gong und andere politische Gefangene umgehend freilassen. Befreit China.